Hi, liebe Leute. Ihr kennt das Thema. Kleine Hopser, jetzt habe ich nur das Hinterrad angelupft. Bunny Hop, Standard Hop oder bei Sprüngen und Drops. Es gibt immer wieder in den Kommentaren, aber ich kenne es auch von meinem Vater in den Kursen, die Aussage, ich verliere mein Pedal. Ich habe da mal ein älteres Video zu gemacht, da war es aber so windig, dass ich das im Haus gefilmt habe. Jetzt wollte ich nochmal ein neueres Video dazu machen. Das Thema, wie schaffe ich es denn, dass die Flat-Pedal-Schuhverbindung bestehen bleibt und nicht im Sprung immer das Gefühl ist, man hebt vom Pedal ab. Weil das ist gerade das vordere Pedal, was man dann eher verliert. Ich mache euch das mal vor, wie das aussieht. Wenn es so läuft, wie es nicht laufen soll. Gerade beim E-Bike, ich habe jetzt hier ein Testbike, ein aktuelles, wo du sehr viel Masse hier unten hast und will vielleicht so einen kleinen Hinterradanlupfer, mache ich jetzt mal, könnte auch bei dem Bunny-Up sein, machen und beim Springen hebt das Pedal so ein bisschen ab. Im Worst Case, so sehr, dass man es verliert und das Schienbein das Pedal abkriegt, haben viele Biker und Bikerinnen schon erlebt. Natürlich trag bitte Schoner, ich habe sie jetzt gerade nicht an, weil ich einfach eine Tour fahre und auch den Bunny Hop schon sehr gut kann seit 20 Jahren oder so. Und ja, jetzt müsst ihr gucken, wie lösen wir das Ganze und können die Spannung halten, gerade am vorderen Fuß. Ihr habt da bestimmt auch schon Tutorials und Tipps zu gesehen in meinem Bunny Hop Video oder von Kollegen. Und da ist oft immer die Rede von, man muss sich in die Pedale einkeilen. So, jetzt werdet ihr nochmal sehen, warum die hängende Ferse auch in dem Fall wieder so hilfreich ist. Also normalerweise hängt die Ferse, wenn man so durch die Gegend fährt. Ich verlinke das Video mal, warum das so gut ist, die Ferse hängen zu lassen. Ja, und jetzt hat man hier das Sprunggelenk. In dem Moment, wo man dann springt, die Beine strecken sich, hat man automatisch hier, die Ferse geht hoch. Und man kann hier diese Spannung Sohle gegen Pedal sehr gut halten. Beim Sprung geht auch das Sprunggelenk, nutzt man beim Abspringen und die Ferse geht hoch. Ja, das ist ein Teil und ich möchte euch mal kurz zeigen, wie ihr das nochmal methodisch einzeln üben könnt. Also, wenn ihr da Probleme mit hattet, dann fahrt doch mal ganz entspannt in einer aufrechten, entspannten Grundposition und macht immer wieder im Sprunggelenk diese Bewegung, dass ihr die Ferse hochnehmt und ganz starke Spannung gegen das Pedal drückt. So, einfach mal nur so isoliert. Dass ihr wirklich merkt, da ist so eine Spannung. Genau, und dann werdet ihr in dem Moment auch merken, gerade wenn ihr anfangt zu springen, dass ihr auch Druck am Lenker in der Hand spürt, was ihr ja sonst nicht habt. Das sieht dann folgendermaßen aus. Und zwar könnt ihr es dann einbauen in einen kleinen Hinterradanlupfer, dass ihr euch klein macht, dann mal erstmal bewusst die Spannung aufbaut, einen kleinen Sprung macht. So, dann merkt ihr schon, hat es funktioniert? Natürlich, wenn ihr das im Autopilot drin habt, dann müsst ihr nicht schon vorher die Spannung aufbauen, sondern in dem Moment, wo ihr springt, baut ihr die Spannung auf. Aber viele, die das noch nie gemacht haben, die das lernen müssen, hat sich herausgestellt, hilft es auch, dass sie das mal bewusst machen. Ich mache das nochmal vor. Also, wenn man das schon im Blut hat, dann hängt die Ferse. In dem Moment, wo man dann den Sprung macht, dann hat man auch die Spannung. Und am vorderen Fuß sehr wichtig, hinten natürlich auch, aber hinten passiert ziemlich leicht und von alleine. Vorne muss man sehr bewusst den Druck geben. Man kann dann, wie gesagt, auch mal sagen, bewusst Druck, Spannung, Spannung und dann Learning by Doing. Zieht euch jemand schon an, ich habe hier ein paar Narben. Das war aber nicht in der Zeit, wo ich es gelernt habe, sondern später mal, 10 Jahre später. Ja, das heißt, ich will euch die Narben ersparen und deswegen probiert es aus. Ich zeige euch noch einen kleinen Tipp. Es gibt noch ein paar kleine Übungen, die man machen kann. Zum Beispiel mal im Sitzen wirklich ganz bewusst mit der Sohle, seht ihr in der Wadenmuskulatur, die Spannung aufbauen, gegen das Pedal drücken und dann wieder entspannen. Und wieder drücken, 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 wieder entspannen. Das kann man machen. Man kann auch, wenn man sagt, ich muss das mal gucken, wie stark muss ich denn jetzt wirklich mein Pedal den Druck aufbauen. Also Pedal nach hinten, sich auf ein Bein stehen. Und dann kann man mal gucken, wie viel Druck brauche ich, um überhaupt das Hinterrad anlupfen zu können. Hier jetzt habe ich es einfach mal ein bisschen angefährt. Aber einfach mal zu gucken, wie viel Spannung das ist. Das sind so kleine Dinge, die man da machen kann. Und ich habe mal ein Video dazu gemacht, ich verlinke das. Wo muss der Fuß stehen auf Headpedals? Ich habe schon oft Leute gesehen, die vorher Klicks gefahren sind oder so Trekkingrad-Bärentatzen. Die fahren dann sehr weit hinten mit dem Fuß. Dann haben sie den Fußballen auf der Pedalachse. So, also so ist es für mich auch schwierig, den Druck aufzubauen. Bei der großen Fläche der
Flat Pedals könnt ihr ruhig ein klein bisschen nach vorne rutschen. Ja, und dann habt ihr auf jeden Fall mehr Halt. Genau, dann ist Learning by Doing. Gebt euch einzelne Versuche. Schreibt mal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen damit sind. Vielleicht habe ich ja noch irgendeinen speziellen Tipp vergessen, der euch geholfen hat. Ich wollte euch jetzt noch einmal darauf hinweisen, wenn ihr dann anfangt zu springen, mit dem Mitschonern, ihr werdet merken, in dem Moment, wo man eingespannt ist, spürt man auch den Druck in der Hand am Lenker. Dann ist quasi der Körper zwischen Lenker und Pedal eingespannt. Viel Spaß beim Üben und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.